Als zweite große Destiny-Erweiterung bringt das Erwachen der Eisernen Lords mit den verseuchten Landen einen riesigen Schauplatz, eine Erhöhung des Lichtlevels, neue Raids, Strikes und Player vs. Player Maps sowie eine Kampagne mit 5 Story-Missionen mit. Diese haben es in sich, sind aber in gerade einmal 2 Stunden bewältigt und lassen neue Ideen vermissen. Immerhin? Ein paar Questreihen mit fetter Beute halten danach noch bei der Stange, bis das Warten auf Destiny 2 weitergeht. Children of Arkham heißt die 2. Episode aus Batman The Telltale Series. Und endlich nimmt das Comic-Adventure an Fahrt auf, weil Bruce Wayne alias Batman ein paar unbequemen Wahrheiten auf den Grund gehen will. Woher kommt der Reichtum der Waynes? Und warum mussten seine Eltern tatsächlich sterben? Gleichzeitig scharen sich im Untergrund die Superschurken um den Pinguin. Trotzdem, für die Fledermaus ist in den kommenden 3 Episoden noch viel Luft nach oben. Mit The Tomorrow Children erwartet PS4-Besitzer ein abstrakter Free-to-Play-Aufbautitel in einem kommunistischen Kunstreich, das von Monstern bedroht und letztlich doch vom Kapitalismus beherrscht wird. Denn rasch wird man für Erleichterungen im Arbeiterparadies zur Kasse gebeten. Und die braucht's auch, weil Trostlosigkeit, Ermüdung und Monotonie zum Spielprinzip gehört. Ungewöhnlich, aber auch anstrengend. Es ist schwierig, etwas zu verbessern, das schon nahezu perfekt war. 2K Games versucht es trotzdem bei NBA 2K17. Herzstück der Basketball-Simulation ist der cool inszenierte Karrieremodus, bei dem ein selbst erstellter Spieler vom College an die Spitze der NBA geführt wird. Stress mit Mitspielern und Klamotten-Werbeverträge inklusive. Darüber hinaus wartet NBA 2K17 mit unzähligen Verbesserungen an der Steuerung, der Grafik im Allgemeinen und den Animationen im Speziellen auf. Einzige Schwäche: bei den 16 Mannschaften aus der ebenfalls integrierten EuroLeague erkennt man kaum einen Spieler.